Ja, ich bin Stefanie Ansel-Weißner und ich komme aus Hamburg. Und ich mache schon seit so einigen Jahren den Job als Toilettenfrau. Eigentlich ist es nur ab und zu mal dieses so sich daneben benehmen. Also wenn man auf Toilette geht und dann die Toiletten so ganz schlimm hinterlässt. Also meistens benehmen sich die Kunden ja auch, aber es gibt halt immer so Ausnahmen, wo ich dann immer denke, boah, das kann nicht wahr sein. Also das kleine und das große Geschäft. Ne? Also eigentlich nicht. Also es ist halt, wie man es macht, denkt man, es klappt halt nicht so, wie man denkt. Also ich werde zum Beispiel die Schale nicht bis auf ein paar Talerchen leer machen, sondern ich nehme es irgendwann raus, wenn ich daran denke, weil es ist einfach besser so. Und Kunden haben mir oft gesagt, Mensch, sie finden das toll, dass ich nicht das Geld sofort wieder rausnehme, weil das wirkt dann so unsympathisch. Aber muss man halt so einen gewissen Kompromiss schließen. Entweder man lässt ein bisschen was drin, aber nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Ne? Also das ist schön. Man muss halt gucken, wie man es macht. Da gibt es so einige. Also ich singe eigentlich sehr gerne von Joan Baez Songs. Also Sweet Sir Galahad zum Beispiel singe ich sehr gerne. Und dann gibt es auch einen Song von Virgilia Andros, Ich liebe das Leben. Das singe ich dann immer, wenn so Frauengruppen kommen und der eine hat Geburtstag und dann singe ich dann irgendwas und dann singen die dann alle mit und ich liebe das Leben. Das ist wirklich echt toll. Das kommt dann auch, also die haben auch, man hat auch das Gefühl, die gehen dann so richtig auf, wenn sie dann auf Toilette gehen. Dein Koffer wartet schon im Flur, du lässt mich allein. Wir sehen uns an, fühlen nur. Und ich hab's einfach nicht mehr so im Kopf, aber ich habe das auch länger nicht gesungen. Ne? Das ist auch ein langes Lied. Ja, war total schön, sehr locker. Und Herr Oliver, der war auch wirklich total nett und es hat mir Spaß gemacht, hätte ich nicht gedacht. Man ist immer so aufgeregt, oh, das erste Mal so, also nicht das erste Mal vor der Kamera, aber so, dass man so in der Runde sitzt und man wird so befragt und es ist schon aufregend und auch wirklich eine schöne Erfahrung gewesen.